Epileptiker, Vorsicht! In der Originalversion von Zelda 2 gab es in der Todesanimation von Link einen damals in Japan sehr beliebten Stroboskopeffekt. Ein wilder Licht- und Farbwechsel, der wiederum bei lichtempfindlichen Menschen auch zu epileptischen Anfällen führen kann. Daher wurde dieser Effekt nachträglich für die Virtual Console und alle anderen digitalen Versionen von Zelda 2 nachträglich entfernt und durch ein Standbild ersetzt. Ich denke, Nintendo hatte definitiv aus dem Pikachu-Skandal gelernt. Thank you.